Ja, vom Nordwesten gehen wir jetzt rüber in direkt in den Westen zur Ausfallstraße nach Keren. Ja, Religionsunterricht auf orthodoxe Art. Da geht's schön hoch her. Hören wir mal kurz ein bisschen rein da. Ja, so geht es da. Und da zeige ich auf der Karte in Form von diesen schönen Herzchen da und den Pfeilen dazwischen, wo wir da unterwegs sind heute. Und gleich danach schauen wir ein bisschen auf den Nutzviehmarkt, den wir da schon sehen, jetzt gleich sehen können. Da werden Schafe, Ziegen, Kamele, Rinder und so weiter gehandelt. Ja, Cola gibt es auch, aber 2017 war es nicht im Betrieb. Ja, überall stehen so alte LKWs umeinander. Alte Markthalle, riesengroß, hinterm Fußballstadion. Da, wo wir jetzt also hinten rumgehen, weg von der Hauptstraße. Und jetzt kann man dann auch gleich einen Blick auf den staatlichen Rundfunksender RETV werfen. Nämlich genau da hinten, Bildmitte, am Horizont, oben am Berg, ist der RETV. Ja, Tankstelle, nicht. Keine Autos da, gibt keinen Sprit. Hier eine evangelische Kirche, auch hier wieder viele Kinder da. Da gibt es auch wieder Religionsunterricht. Ein großer Platz davor, weil jetzt nämlich mein persönlicher Lieblingsort in Asmara kommt. Das ist eine Aufnahme von 2015, da ist der Park gebaut worden. Und so schaut es jetzt in 2022 aus. Und die Gelegenheit dann gleich genutzt, ein kleines Fotoshooting gemacht mit Schwager, Schwägerin und ihren zwei Mädels. Wunderschön, diese Anlage, also wirklich ein Ruhepunkt. Das ist so ziemlich einer der ruhigsten Punkte in Asmara. Ich habe da 10 Minuten zur See von daheim und da gehe ich öfters hin und 2, 3 Stunden bin ich da drin und schalte ab da und ganze, ja, Krach ist weg. Ist ein Pavillon drinnen, da kann man was trinken kaufen, auch kleine Snacks gibt es da, eritreische Snacks, nichts unbedingt für mich. Aber Pommes kriegt man immer, selber gemachte. Und ja, da, wie gesagt, wieder Schwager, Schwägerin, Kinder, mein Hausterrorist ist auch drauf. Und da gehen wir schon gleich wieder raus. Auch ein Kinderspielplatz wurde da angelegt, muss ich dazu sagen. Und da drin sind auch viele Studenten dann, weil ganz in der Nähe ist die Universität. Und hier zum Beispiel ist das Sportministerium angesiedelt, rechts da. Und da ist der Park von der anderen Seite, sprich, wo ich normalerweise herkomme, von daheim. Ja, reingegangen sind wir von der anderen Seite, von der nordwestlichen Seite. Aber es ist nur Eingang offen. Ja. Und da sind wir schon wieder heraus. Links oben die alte Festung. Kann ich auch nicht sagen, wer die gebaut hat. Ich habe geforscht und geforscht, aber es gibt eigentlich nichts dazu zu sagen, zu finden. Es ist schade. Ich habe gestöbert und gestöbert. Habe auch in der Beschreibung einen Link drinnen dann. Zur Geschichte von Eritrea. Hier sind wir schon wieder ganz in der Nähe von daheim, bei den Kirchturm, wo man hinten sieht, sind wir im letzten Video vorbeigegangen, wie wir nach Maitem hinein aus sind. Und da ist ein riesengroßer Busabstellplatz. Teilweise fahren da Busse auch weg. Ja, je nach Lust und Laune kann man fast sagen. Da sind wir schon fast jetzt in der Alphabet Street, sind wir schon drin. Geradeaus wird es zu Medebern ausgehen. Also bei dem ockerfarbenen Haus am Hintergrund in der Bildmitte, Horizont, da links weg geht es dann zum Medibär wieder. Davor ist übrigens auch das Gefängnis und da gehen wir jetzt dann nun über zu dieser katholischen Kirche, wo dann das Video, dieses Video endet schon wieder. Da geht es halt dann beim nächsten Mal weiter. Da kommen wir noch an einer Bushaltestelle vorbei. Hier fahren Busse nach Keren weg, nach Mendifera, nach Nevasit, nach Ginda, runter bis Massaua ans Rote Meer. Also wir fahren da dann ein bisschen später auch. Und da sind wir schon bei der katholischen Kirche und das schauen wir dann auch das nächste Mal im nächsten Video an. Und da schauen wir wieder heimwärts in unsere Richtung, wo wir wohnen. Servus!